Guten Morgen, heute am 19. September 2020. Ich bin hier wieder auf der Baustelle eben vor Ort, um auch heute noch ein paar Stündchen was zu machen. Wir befinden uns ja hier aktuell in der Rohinstallationsphase, also in Eigenleistung machen wir halt die Elektroinstallation, schlitzen hier das ganze Haus gerade auf und dann kommt halt noch der Sanitärinstallateur, die Heizung und so weiter, das kommt dann später. Ich wollte jetzt mal hier so ein bisschen außerhalb der Reihe mehr oder weniger kurz dokumentieren, was hier an der Stelle passiert. Ich bin jetzt im Bad, im Obergeschoss. Und da ist eben die Idee, also dass das Bad ist, vielleicht kann ich mal, um einen Eindruck vom Raum zu geben, mal hier ein bisschen zur Seite gehen. Also da wäre quasi die Eingangstür, die Tür vom Bad. Hier würde das WC hinkommen. Hier, wo ich jetzt stehe, da kommt dann später die Badewanne hin. Und hier um die Ecke herum gibt es halt so eine begehbare Dusche. Also da kann man dann einfach reinlaufen, hinten duschen. Und die Abgrenzungswand, also die Wand, die die Dusche abgrenzt, ist auf der anderen Seite halt gleichzeitig ein Waschtisch. Beziehungsweise da wird halt das Waschbecken ja, installiert werden. Da kommt hier so ein Waschtisch hin mit einem Wandauslauf aus der Wand und so weiter. Und hier im oberen Bereich, und um den geht es eigentlich, da kommt eben ein Spiegel hin. Den will ich eben selber bauen an der Stelle, einfach weil ich da spezielle individuelle Wünsche habe. Nämlich, ich möchte an der Stelle einen sogenannten Smart Mirror bauen. Das wird sicherlich jetzt nichts, kein Projekt irgendwie für die nächsten Wochen, also zumindest nicht der Endausbau. Das ist eher etwas dann, wenn man schon mal eingezogen ist, dass man das in den Spiegel dann hier smart macht. Als Vorbereitung dafür habe ich aber schon eine Nische schaffen müssen oder wir sind gerade dabei. Also das ist hier eine 17er Wand, das kann man hier in etwa sehen. 17er Wand, die ist allerdings, liegt die. Also das kann man vielleicht von hier wiederum besser sehen. Die liegt oben nicht auf, also die ist jetzt von oben rein statisch gesehen nicht durch die Decke belastet oder so. Die ist freistehend hier im Raum. Und dementsprechend ist das statisch jetzt hier nicht so bedenklich, da irgendwelche großen Löcher in die Wand zu hauen. Und wir haben jetzt hier eben eine Nische geschaffen. Das so ausgemessen auf dem Papier na, vorher oder mal aufskizziert, gezeichnet und jetzt halt vermessen und das rausgehauen. Die Idee ist jetzt hier eine Nische zu schaffen. Aktuell sind das so 8 bis 10 cm. Wir müssen das jetzt hier noch irgendwie ein bisschen glätten. Dann werden wir da eine Platte, vielleicht Rigips, vielleicht was anderes, muss ich mal überlegen, hineingeben quasi, dass man da wirklich einen ebenen Untergrund hat. Und auch die Kanten muss man nochmal schön hier formen. Und dann hat man quasi eine Nische und in dieser Nische kann man dann irgendwie die Technik für den Smart Mirror verstecken. Ein Smart Mirror, was den ja ausmacht, ist, dass das eben so ein halbdurchsichtiges Glas ist. Also dass man quasi von dieser Seite, wenn man drauf schaut, würde man sich selbst sehen und von der anderen Seite kann aber Licht durchleuchten. Und von der Idee her bringt man halt einen Bildschirm hinter dem Spiegel an, der dann seinen Inhalt eben durch den Spiegel durchprojizieren oder anzeigen kann. Und da kann man dann halt irgendwie Wetterberichte oder irgendwie Nachrichten oder was auch immer sich anzeigen lassen. Klar, das ist so ein bisschen farbverfälscht, also da will man jetzt wahrscheinlich kein Fernsehen durchgucken, aber das ist doch ganz nett für ja, solche Spielereien, beziehungsweise einfach nur, um so ein bisschen seinen Spieltrieb eben gerecht zu werden. Jedenfalls wollte ich das mal kurz gezeigt haben, dokumentieren. Wie gesagt, so eine Nische haben wir hier gemacht, dann haben wir noch eine Menge von Schlitzen und Dosen hier gesetzt für den Rest, also das Waschbecken kommt irgendwie hier hin. Da soll es nochmal ein paar Steckdosen geben für ja, was man halt so macht am Waschbecken: Zähne putzen, Zahnbürste aufladen und solche Spielchen. Wobei auch noch nicht ganz klar ist, also wir werden hier die Unterputzdosen einsetzen. Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn man die Steckdosen in diese Unterschränke einbauen kann, dass man die gar nicht erst sieht und nur bei Bedarf irgendwie verwendet. Muss man mal nachher gucken. Die Unterschränke habe ich jetzt selber noch gar nicht gesehen, wie das dann quasi sich in der Realität umsetzen lässt. Als Plan B, falls das eben sich nicht in die Schränke integrieren lässt, gibt es einmal hier oben und einmal da unten ja, Unterputzdosen, die Möglichkeit Steckdosen anzubringen. Das wird ja alles mit Leerrohren angefahren. Insofern kann ich da eben auch im Nachgang ganz einfach irgendwas hineinziehen. Das ist auch so, hier unten nochmal Unterputzdosen und vielleicht später Steckdosen, um innerhalb des Unterschranks, also um innerhalb der Unterschränke eben auch nochmal Strom zu haben, um den Unterschrank vielleicht irgendwie beleuchten zu können. Auch der Wandschrank selbst hier, der soll quasi mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden. Also das ist so gedacht, dass man den quasi in diese Nische setzt. Der Spiegel selbst wird über die Nische hinausragen, wahrscheinlich nach aktueller Planung und dann aber halt für hinten mit so einem LED-Band schön beleuchten, dass das Licht hier seitlich irgendwie austreten kann, ganz oft gebrochen schon worden ist, dass es schön weiches Licht ist. Und da kann man dann halt zum einen helles Licht machen, weißes Licht machen, ja, hoffentlich in der so tunable white, in dem Farbton halt verändern.
Und auch auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen RGB, um da irgendwie Stimmungen zu machen, wenn man gerade irgendwie badet oder so, dass man da so ein bisschen ja, Sauna- oder Thermenfeeling herstellen kann. Jedenfalls ist das so ein bisschen die Idee. Viel passiert ist hier natürlich noch nicht. Also das ist jetzt wirklich die erste Stufe des Rohausbaus. Was jetzt halt folgt, ist dann hier so die Leerrohre einziehen, diese Nische eben auskleiden und dann wird das Ganze erstmal verputzt. Dann wird das Ganze gestrichen hier. Das soll eine weiße Wand eben werden und bleiben. Und ja, dann kommt immer mal die Sanitärsituation dazwischen natürlich noch. Und wenn man dann irgendwann mal hier eingezogen ist und sich dann ja, Zeit für, kann man sich eben Zeit für sowas nehmen. Den Spiegel, den muss man dann auf Maß bestellen. Da gibt es im Internet halt verschiedene Anbieter. Da gibt es auch Anbieter mit, die eben so ein durchlässiges, halbdurchlässiges Glas anbieten. Spionglas nennen das einige. Wie man das halt so aus Verhörräumen in Filmen und so kennt. Und sowas in die Richtung muss man hier halt installieren. Da wird man dann in irgendeiner Form noch einen Rahmen bauen müssen aus Metall oder so, den man dann quasi in der Nische aufhängt, damit der Spiegel darüber hinaus wegschauen kann. Und das sind so die aktuellen Überlegungen, die ich mir dazu gemacht habe. Ich habe das eben, wie gesagt, alles mal aufgezeichnet. Das kann ich auch irgendwo hier mal so ein bisschen einblenden gerade. Einfach nur, damit man ja, die Realität mit dem Plan abdecken kann. Ist jetzt aber im Prinzip alles hier so ein bisschen ja, nicht spontan, das ist schon geplant, aber sehr individuell halt. Also das ist jetzt nichts, was man wie fertig von der Stange kaufen kann. Und auch da, also ganz zu Ende gedacht, beziehungsweise ganz zu Ende bin ich, ja, habe ich das eben noch nicht gesponnen. Gebaut habe ich sowas auch noch nicht. Insofern mal sehen, was mich da für Überraschungen erwarten noch werden. Grundsätzlich kann ich mir das schon gut vorstellen und zumindest ähnliche Dinge habe ich dann doch schon gemacht. Genau, das wollte ich eben heute an dem Samstag mal kurz vorstellen. Jetzt geht es erstmal weiter ans Schlitzen. Wir müssen im Haus hier noch viele weitere solche Schlitze machen. Wir werden jetzt das Thema erstmal wieder verlassen und uns dem dann nächste Woche oder so wahrscheinlich widmen, weil ich heute nicht ganz so viel Zeit habe, um jetzt hier irgendwie diese Nische auszukleiden. Das soll es gewesen sein. Ich werde sicherlich mich auch bei diesem Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder melden und eben dann die nächsten Schritte dokumentieren. Und irgendwann dann hoffentlich das Ergebnis präsentieren. Das wird sich sicherlich noch viele, viele Monate in der Zukunft befinden. Also da, wie gesagt, das ist nichts, was jetzt hier in den nächsten Tagen oder Wochen passieren wird. Aber man muss halt jetzt im Rohbau auch an solche Dinge schon denken, irgendwie an die Nischen denken, weil ansonsten, ja, nachher macht das dann nicht mehr so viel Spaß. Klar, an der Stelle könnte man das wahrscheinlich auch im Nachhinein noch raushauen aus der Wand, aber den Dreck und so, wenn da mal alles installiert ist, den will man nicht davor haben. Ich kann auch mal hier gerade ein Bild einblenden, wie das eben aussah, als wir das alles rausgehauen haben, wie viel Dreck da tatsächlich entstanden ist. Also im Prinzip war der gesamte Boden hier mit Schutt überdeckt. Und ja, das will man nachher natürlich nicht haben, wenn man da irgendwie schon Sanitärinstallation hat, Fliesen vielleicht hat an der einen oder anderen Stelle, den ganzen Staub, den ganzen Dreck. Das sollte man nach Möglichkeit im Vorfeld eben tun. Genau. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.